freuen uns natürlich, dass wir jetzt mit dem Sieg da reingehen und so kann man das auch ausgelassen feiern jetzt, denke ich mal. Ja, eigentlich, also das Ding ist Altenhagen, wir haben letzte Saison haben wir hier auch mit 7 Toren geführt und haben am Ende noch unentschieden gespielt. Also wir wissen, dass die Mannschaft auch wieder zurückkommen kann und deswegen, es war vielleicht jetzt nicht das spannendste Spiel am Schluss. Es hat einfach ein bisschen gedauert, um die Neuzugänge, vor allem auf den Louis auf der Mittelposition und den Jonas auf halb links. Das sind zwei wichtige Positionen im Angriffsspiel und die einfach zu integrieren, das hat einfach ein bisschen Zeit gedauert. Und ich glaube, dass jetzt zum Ende hin wurde es einfach auch viel besser. Die sind im Training klappt das super, im Spiel wird es auch immer besser und ich glaube auch, dass wir in der Rückrunde noch eine Schippe drauflegen können. Ich bin natürlich auch heiß auf das Spiel jetzt gegen Laichlingen. Das ist noch vor Weihnachten gekommen. Also wollen wir auf jeden Fall unsere Serie einfach ausbauen. Es wird ein schweres Spiel, aber wir haben auch gezeigt letzte Saison, dass wir in Laichlingen sehr gut bestehen können. Und ich will einfach mit einer weißen Weste dann in die Winterpause gehen. Und dann stehen wir auch gut da. Es ist immer schöner auf dem 3. Platz zum Beispiel überwintern als auf dem 6. Ja, ich glaube, wir hatten ungefähr 5 Minuten ein bisschen zu knabbern. Dann haben wir wieder ähnlich wie gegen Edewecht sehr gut Abwehr gespielt. Mit ein paar Gegenstößen haben wir uns abgesetzt. Haben dann das Spiel vor der Halbzeit ein bisschen zu leicht genommen. Deswegen habe ich auch eben schon gesagt, war eigentlich der 4-Tore-Vorsprung in der Halbzeit eigentlich indiskutabel. Es mussten mindestens 7-8 sein vom Spielverlauf her. Konnten aber dann in der zweiten Halbzeit am Anfang wieder hinten eine Schippe drauflegen und dann nochmal mit ein paar leichten Toren wegziehen. Ja, und dann ab der 39., 40. Minute haben wir verwaltet. Das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Geht immer besser, aber es ist völlig in Ordnung. Und mit 10 Toren zu Hause zu gewinnen, vorm Spiel hätte ich das dicke unterschrieben. Ja, was heißt gegen so Gegner? Altenhagen hat eigentlich eine richtig gute Mannschaft, hat ein bisschen Verletzungspech im Moment, aber die sind trotzdem, was aus dem Rückraum da heute oder was aufgelaufen ist, ist total gefährlich. Von daher, so wie das Spiel gelaufen ist, geht es um Konzentration. Aber man kann auch nicht damit rechnen, dass man immer schon in der 15. Minute mit 5-6 Toren führt. Wenn das nicht der Fall ist, muss man noch konzentrierter sein eigentlich. Von daher würde ich das so nicht sagen. Ja, denke ich. Also wenn man heute auch wieder sieht, wie wir durchgewechselt haben. Wir haben mit allen 13 Leuten gespielt, eigentlich jeder mit gleichen Spielanteilen. Es waren keine großen Brüche im Spiel, zumindest nicht, die auf Wechsel zurückzuführen waren. Das ist auf jeden Fall ein großes Plus. Ich glaube aber auch, dass das ein bisschen am Spielplan liegt. Wir haben natürlich jetzt in den letzten Wochen auch schon die 5-6 Mannschaften gespielt, die unten stehen in der Tabelle. Das macht natürlich dann auch so eine Serie möglich. Ja gut, Laichlingen ist ein anderes Kaliber als die Gegner, die wir in den letzten Wochen gehabt haben. Das ist völlig klar. Aber man hat letztes Jahr gesehen, was in Laichlingen möglich ist und prinzipiell, glaube ich, ist das nächste Woche auch noch möglich. Aber wir müssen uns auf jeden Fall im Vergleich zu heute nochmal ordentlich steigern, um da was mitzunehmen. Gut, für die Rückrunde, ich glaube, da kommt dann das zum Tragen, was du gerade gesagt hast, dass wir immer eingespielter sind, dass wir noch ein paar Trainingseinheiten als komplette Mannschaft absolvieren können, die beiden neuen Hessen noch ein bisschen mehr integrieren, der Fabio kommt wieder zurück und dann müssen wir einfach mal sehen, was möglich ist. Aber ich denke, dass es in der Liga ganz wichtig ist, von Spiel zu Spiel zu denken und das machen wir auch in der Rückrunde. Yes!